so ein bisschen Knallerbsen essen. Ach, was? Immerhin. So, jetzt. Na dann jetzt auf zum Haus, würde ich sagen. Oh ja, das sind die falschen. Oh oh. Da ist ein Kannibalendorf. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ja, das ist ein das ist das Große. Aber da kann man noch mal ein paar Sachen auffüllen, eventuell. Da laufen auch einige rum, ja. Oh, oh, pass auf, da kommt irgendwo ein Dicker. Ich höre. Ja, ja, da hey, links von uns, ja. Ja, dann und lass uns doch einfach hier. Oh, eine Gewehre, ne? Dann lass uns doch einfach abhauen. Ja. Müssen wir eigentlich zu dem Häuschen mit den vielen Flaggen daneben oder einem eben weiter links? Ich glaube, dem da mit den vielen Flaggen, ne? Ja, ich glaube, das sind die ganzen Wagen, ne? Ja. Also ich glaube, die sind gerade dezent angepisst, die Jungs da hinten und die Jungs und Mädels. Hier rennen gerade auch eine Gruppe Kannibalen von mir, aber die rennen an mir vorbei, gut. Nehmen wir hier noch die paar Bären mit hier. Einsammeln. Die alarmieren ihre Frau. Hinter uns kommen welche, ja. Pass auf, Tiff. Ja, die laufen aber da hinten müssen weg. Also die sind bei den Mädels da hinten momentan. Ja, diesmal sind es die Mädels, die hinten dran rennen und angegriffen werden. Die rennen mal weg, ne? Ihr macht das schon da hinten. Oh, hier ist einer. Hier ja, ist einer. ich sehe gerade. Wir haben hier nämlich auch gerade, wieso wir sind jetzt gerade. Schnell wieder weg, der rennt gerade weg. Also hier ist nämlich auch noch ein Dorf, da renne ich auch einfach mal links jetzt dran vorbei, in den Wald rein. Oh, der eine, der wollte an mich gerade rangehen. Na, vielleicht findet er dich heiß oder so. Man weiß. Bitte was. Also der ist aber hier echt hartnäckig, ne? Ja, das sind diese ganz starken. Jetzt haut er ab. Also einer ist immer noch bei uns. Ich höre zumindest. Ich laufe einfach weiter. Ja, ja, alles gut, ey. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt genau ist. Hier ist auch nochmal Dorf mit dem See. Hier, das ist wie bestimmt der See in der Nähe von der Yacht. Sind wir jetzt ungefähr auf der Höhe von oh, der wir haben hier zwei. Ich glaube, einer und zwei. Vorsicht. Ja, ich lasse den jetzt auch gerade einfach in Ruhe. Der geht nämlich weg. Ja, der rennt immer wieder weg. Der macht nochmal kurz einen Sprung und dann ist er wieder weg. Ja. Ich glaube, wenn wir den einfach jetzt ein bisschen in Ruhe lassen, dann fucken die sich nicht drauf ab, dann gehen die auch nicht drauf. Also so zwischendurch mal. Oder sieht einfach an der Waffe wirklich, dass sie sich dann sagen, okay, da sind wir ein bisschen, vorsichtiger. Ah, oh, nee, ich glaube, die sind mal nicht richtig. Keine Ahnung. Wobei ich glaube, wir sind nämlich eher nach rechts gegangen, da ist nämlich die erste Base, da wo wir vorhin mit dem Links vorbei sind. Dieser Typ verfolgt uns hier. Oh Gott, ist er noch runtergekracht. Wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir die Farben ändern. Du kannst ja die Farben einstellen, dass wir da unterschiedliche Sachen einstellen, dass wir wissen, welche sind. Damit wir nicht immer einfach wild auf irgendwelche Symbole zu rennen. Also ich blicke irgendwie gerade überhaupt nicht mehr durch. Jetzt sind wir hier an der Yacht. Ja. Wo ist denn jetzt unser Heim? Gerade zu. Ja, ihr seid auf jeden Fall falsch gerannt. Also von uns gesehen geradezu, ja, wir sind ja links gerannt. Also ich bin Markus in der gerannt, also er ist schuld. Ja, weil in die Richtung, wo ich jetzt gerade gucke, ist ein Haussymbol. Ja, das ist die erste Dings, das ist die erste Base auf jeden Fall, da wo wir am Anfang gebaut haben. Ja, was und da wo die ganzen vielen lila Flaggen sind, da ist nämlich kein Haussymbol, deswegen bin ich da nicht hingerannt. Das ist aber die doch richtige Wahl. Da wo die lila daneben ist ein Haussymbol. Die lila Flaggen sind auf jeden Fall richtig. Ja, aber es wird mir noch nicht angezeigt. Das Haussymbol bei den lila Flaggen. Hier liegen uns auch Koffer, wo ich jetzt gerade bin. Ich habe hier nur vier lila Flaggen. Ist wieder ein Outfit dabei.
Stoff ohne Ende. Und wie gesagt, neues Outfit. Und wenn dieses Reh hier mal stehen bleiben würde. Dann würdest du es gleich schlachten, ne? Ja, würde ich. Ah, hier ist es. Hier ist das Haus. Ich bin da. Schnell rein, bevor die Mauer richtig lädt. Komm schon. Schnell. Okay, hier hinten haben wir eindeutig kein Haus mehr. Hm? Ist auch noch nicht geladen. Das sieht ja aus, wie so eine Wand steht hier. Ja. Jetzt lädt's. Wir haben im Haus einen See. Siehst du das auch? Ja, ich denke mal, das liegt daran, weil Kev noch nicht da ist und Kev ist der Horst. Aha. Das sieht sehr mysteriös aus. Witzig auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn Kev hier ist, wird das auch richtig laden hier, die Map. Ah, jetzt kommt was. Kann auch sein, dass es wirklich ein daran liegt. So, jetzt kann ich jetzt mal was futtern. Oh, ey. Ja, was ein Weg. Ich warte mal, bis alles geladen ist, bevor ich jetzt hier anfange, die Stöcke zu setzen. Ach stimmt, wir hatten ja letztes Mal noch unser Dings hier richtig schön aufgeladen. Für unsere. Ja, genau. Jetzt können wir ja auch endlich was trinken, was Vernünftiges. Hat ja kaum geregnet. So, oh Gott, ich bin wieder voll geladen. Jawohl. Ich stecke mir gleich mal 2-3 getrocknete Fische ein, dass ich was für unterwegs habe. Ja. Hier noch ein paar Soda-Dosen mitnehmen, ja. Oh. Sollten wir vielleicht auch mal wieder unsere Hausapotheken mal auffüllen. Ja. Gibt's denn irgendwo einen Ort, wo man viel Soda und Medizin und sowas findet? Ja, Soda sind wir eben dran vorbei. In dem Megadorf. Achso, die Kannibalen stehen also auf Soda, okay, das ist auch gut zu wissen. Jeder mag Soda. Hier oben ist da war doch dieses Camp, was du da markiert hast. Ist da nicht irgendwas? Da war auf jeden Fall auch noch Zeug, aber ich weiß nicht mehr was. Mal gucken. Auf der Rückseite von unserem Haus, ich weiß, was du meinst. Oh. Also. Oh. Ich wurde gekrault. Oh, bitte, mach das Mikrofon vorher stumm. Das. Alles gut. Das war nur am Kopf, wirklich. Bevor jetzt irgendwer wieder auf irgendwelche dummen Ideen kommt. Das, also, ich weiß ja nicht, was du jetzt meinst. Also, ich habe nur ganz normal gemeint, bitte, wenn, ja. Na, alles gut. Hallo, wurdest du noch nie im Kopf gekraut? Natürlich. Okay. Problem? Wir sollten aber, glaube ich, erstmal im Haus bleiben, weil es wird nämlich schon wieder dunkel. Wir sollten gucken, dass wir erstmal pennen können. Ja, ich hole dir gerade noch ein paar Stöcke. Für das Geländer da das oben. Das Gute ist, dass wir hier direkt vor unserem Haus haben wir noch genug Platz für die Kirche, um die Inseln zu ballern. Ja. Da sieht das nämlich auch nicht mehr so kahl aus hier, wo wir die ganzen Bäume weggerast haben hier. Die vor dem Haus willst du die setzen? Na hier, so, wo ich jetzt gerade stehe hier so. Hier so auf dem Hügel hier oben. Mhm. Dachte ich. Oder? Hier so hin? Soll ich sie setzen oder willst du? Nee, ich mach schon gerade. Suchst du gerade nur. Wo sind ganz die drin? Rechts. Ganz rechts. Rechts. Ah ja, ganz rechts, okay. Da oben, ja. Kreuz. Hattest du da nicht eine Flagge gesetzt bei dem? Ja, hab ich. In welcher Farbe? Gute Frage. So. Was ist ein Protokolltransport? Also ich habe jetzt mal gerade die Kirche angesetzt, ne? Also das Gebäude, der. Ja.
Hier, Markus, für dich. Du bist ja schon fast tot. Ne. Aber warte mal, das Kreuz, das wollte ich gerne mehr so woanders hinsetzen. Warte mal. Kann ich es nochmal wegmachen? Ja, ja. Ja, doch eigentlich ganz cool, wenn man das. Ist da gerade irgendwer in die Falle gerannt von uns? Keine Ahnung. Ist hier vielleicht irgendwo eine gute Stelle da dafür? Mal gucken, ob wir vielleicht schlafen können, ne? Das ist düster, ey. Ja. So. Ging mir das hier hin? Oh ja, das geht sogar. Ey, wir können noch nicht schlafen. Bam! Das ist doch eine geile Stelle für das Kreuz. Wo hast du das jetzt hingesetzt? Hier oben auf dem... Okay. Oder was sagst du? Ich finde das cool da oben. Ich sehe das Kreuz nicht mehr, ich sehe nur einen Berg. Da hinten. Ja, da auch hast du gesagt. Ja. Ja. Warum nicht, ne? Wir sind bestimmt so voll das Altruistendorf. Was ist denn nun eigentlich dieses Protokoll-Ding hier ganz rechts? Dieses Protokolltransport, was ist denn das? Wisst ihr das? Was siehst du das denn? Ganz rechts, das letzte, was wir jetzt eingesammelt haben, ja. Das ist der letzte Plan, den wir gerade eingesammelt haben. Moment. Mal einmal hingehen. Da steht einfach nur Protokolltransport mit unendlich Stock und unendlich Baumstamm. Ach so, das ist so eine Ach, das ist diese Bahn. Ah, jetzt weiß ich genau, was es ist. Damit bauen die immer ihre Wasserrutschen auf. Ja, genau. Und die musst du halt so setzen, dass man nicht rausfliegt. Ich habe bei mir eine gebaut. Und die habe ich so bescheuert gebaut, dass man da, dass ich da ständig rausfliege und dann. Eventuell ja, aber du dann so, ne? Ja. Die muss man echt mit Bedacht setzen, irgendwie habe ich festgestellt. Ist übrigens wieder kalt, ich mach mal unser Kamin an im Wohnzimmer. Hm. Wie ist der hochgekommen? Wo hoch? Wo das Kreuz steht. Wo hochgeklettert? Ganz rechts hoch, hier, da, bei der. Genau. Nee, nicht da. Weiter rechts bin ich hoch. Der hat schon geklappt, so zu bauen. Ab die Steine.